Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Myranod. Hier oben bei den Nordbergen. Und wir wollten noch ein bisschen die Küste entlang schwimmen, beziehungsweise mussten wir das, weil wir irgendwo eine Stelle suchen, wo man gut an Land gehen kann. Das hier sieht mir aber alles noch ziemlich bergig aus. Also heißt es weitersuchen. Das dauert jetzt hoffentlich nicht zu lange, aber ich vermute, es wird zu lange dauern. Gibt es da oben schon wieder was Interessantes oder nur schön geformte Felsen? Ah, sieht mir eher nach Felsen aus. Ich muss auch mal gucken, vielleicht kann ich so halb auf diesem Fels hier laufen. Weil man läuft ja schneller, als man schwimmt. Das heißt, so kommen wir auf jeden Fall schneller voran. Gut, hier kommen wir nicht schnell voran. Ich glaube, das kann auch ein bisschen dauern. Na gut, so lange wird es auch nicht dauern. Ich werde jetzt übrigens ein bisschen mal rumprobieren, wo ich genau die Karte mir jetzt hinsetze. Unten rechts. Na, ich weiß nicht, ich probiere es einfach mal aus. Es hatte auf jeden Fall mal jemand in den Kommentaren geschrieben, dass das eine Möglichkeit wäre, wo man die gut hinpacken könnte. Und weil ich selbst keine Ahnung habe, wo man die gut hinpackt, packe ich die erstmal da ein. Das da oben sieht mir nicht nach Fels aus. Scheint was anderes zu sein. Ich kann es sogar nicht zuordnen, was es ist. Vielleicht eine Art Turm? Oder wirklich nur ein ganz merkwürdig geformter Fels? Auf jeden Fall sind wir dann hoffentlich bald auch an der Stelle, wo wir an Land kommen. Man sieht ja auf der Karte so ein bisschen, wo eine ebene Stelle ist. Und die hier sieht nur ein bisschen ebenerer aus. Und da oben ist wirklich ein Turm. Komme ich nur jetzt nicht hoch. Oh, das hört sich schon wieder schlecht an. Ich speichere, glaube ich, mal. So, und hier kommen wir jetzt endlich an Land. Das heißt, ich werde als erstes hier rechts hochgehen gleich. Nein, werde ich nicht, weil da ist noch so ein Schiff. Da sind auch Leute auf dem Schiff, die mir an die Wäsche wollen, wie es aussieht. Der da links sieht gut gekleidet aus, also gut gerüstet. Das sind hier ganz schön viele. Na, ich müsste eigentlich einen einzigen jetzt nochmal einschlagen. Nicht, dass sich das alles wieder so verteilt. So zum Beispiel. Dann kommt noch der, weil der auch keine Rüstung hat. Den treffe ich nur gerade nicht. So. Jetzt müsstest du nochmal aufhören zu blocken. Danke. Klingmeister. Alles schwere Rüstung. Ich lasse ihm die also mal. Hier haben wir noch ein bisschen Infanterie. Die aber scheinbar nicht so stark ist.
Ich muss ehrlich sagen, was mich ein bisschen stört daran, wenn man die Karte unten rechts hat, ist, dass man so die eigene Waffe noch so verdeckt. Gefällt mir also eigentlich nicht ganz so gut. Tiefer kann ich das natürlich auch nicht setzen, dann verdecke ich mir da unten die Magieleiste, also wo die aktiven Effekte stehen. Was könnte man noch ausprobieren? Oben links. Dann allerdings ein bisschen tiefer, weil ich oben links auch die Zahlen von Fraps habe. Ich probiere in der Folge mal ein bisschen rum mit der Karte. Das Schiff hier sieht mir interessanter aus als die, die wir sonst so gefunden hatten. Weil hier sind Gegner. Oh, das brauchen wir alles nicht. Zucker kann ich vielleicht nochmal mitnehmen. Und Ringe wiegen in der Regel nicht viel. Bringen aber Geld. Gut, die beiden. Ich muss immer mal ein bisschen auf das Gewicht mehr achten. Gut, die kommt aber auch irgendwie nirgendwo rein. Okay, jetzt sind wir hier. So komme ich mit der Karte auch nicht klar. Ich komme mit der Karte wirklich nur oben rechts klar. Ach, also, ja. Lassen wir es einfach mal so. Ich kann die Karte natürlich auch eigentlich zulassen. Problem ist nur, jetzt sehe ich die Welt halt nicht. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Aber scheinbar bin ich bei den weißen Weiden. Heilen würde ich mich gerne. Danke. So, jetzt ist wieder die große Frage. Hier sieht es mir aus wie so ein Weg. Ich wollte eigentlich noch zu dem Turm. Ich komme nur nicht auf diesen Hügel gut drauf. Weshalb ist mit Turm-Sightseeing wohl erstmal nichts. Aber versuchen wir es dann nochmal. Ich gehe nochmal ein Stückchen zurück. Einmal muss der Zauber noch gelingen. Dann bin ich zufrieden. Mit mehr Ausdauer würde das wahrscheinlich auch einfacher gehen. Aber haben wir gerade nicht. Ich glaube aber, hier komme ich auch nicht hoch. Man kommt irgendwie immer nur überall runter, aber hoch nicht. Hier auch nicht. Heißt also doch ein bisschen weiterlaufen. Mal gucken, wo wir jetzt so hinkommen. Eigentlich müsste ich ja in die Richtung ungefähr. Jedenfalls ist das ja der Nordosten, also müsste hier dann ja auch irgendwo diese Gebirgskette quasi sein. Aber vermutlich liegt die eher in dem Bereich. Deshalb heißt es gleich auf ein bisschen nach Osten. Na, nicht gleich ruckeln. Der Wolf ist ja schon tot. Okay, hier haben wir wieder so eine kaputte Hütte. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, was mit denen so passiert ist. Vielleicht wollte sich hier auch mal jemand aufbauen. Hat das aber doch nicht gemacht, weil ihm was dazwischen gekommen ist. Ach, jetzt muss ich die Karte doch wieder auflassen. Sonst verliere ich hier komplett die Orientierung. Ich möchte anmerken, ich mache das mit der Karte unglaublich nervös, diese Folge. Wahrscheinlich, weil ich angefangen habe, damit so rum zu experimentieren. Theoretisch gesehen könnte ich natürlich auch einfach die Karte eingefahren lassen und dann eben nur unten rechts eine kleine Karte haben. Problem ist dabei halt nur, genau, ich hatte da keine Weltkarte, sondern immer nur was Lokales. So könnte ich auch die Weltkarte geöffnet haben. Außerdem sieht man da drauf mehr, weil das ja jetzt einfach ein bisschen größer ist.
Also das sind so die Gründe, warum ich die Karte eigentlich immer gerne auf habe. Wahrscheinlich werde ich sie da lassen. Der Wolf sollte jetzt mal kein Problem sein. Was ich mich gerade auch frage, wie lange dauert es noch bis zum... Lange bis zum nächsten Aufstieg. Okay. Aber immerhin, Speer verbessert sich hier unglaublich schnell. Und sobald ich Speer dann auf 100 habe, vor dem habe ich Angst. Ich möchte kurz zurückweichen, abspeichern. Auch wenn es wieder dauert, leider. Und dann erstmal mit dem Bogen bearbeiten. Der hat nämlich schon wieder so ein großes Schwert. Und ich habe so ein bisschen Angst vor großen Schwertern. Vor allem hat er damit auch eine ziemliche Reichweite. Ist auch wieder ein Skelett-Berserker gewesen. Schwert lasse ich. Ne, nehme ich mit. Habe ich das mitgenommen? Wenn ich es mitgenommen habe, ja, habe ich. Dann nehme ich es mit. Sonst hätte ich es ihm da gelassen, aber es bringt natürlich auch Geld. Hier gibt es Rüben, Kartoffeln, irgendwie sowas. Ja, Aschkartoffeln. Nehmen wir mit. Das Viech sah gerade irgendwie aus wie so eine Frau im Gewand, was da so rumgewandert ist. Und so, jetzt sind wir wieder in den schattigen Wäldern. Eigentlich möchte ich mich mit dem Viech gar nicht anlegen. Sondern mal gucken, was da ist. Das sieht nämlich interessant aus. Ah, mit dem Viech muss ich mich dann wohl anlegen. Ach, das hat schon wieder keine Wirkung. Ganz ruhig, Leute. Ich sagte ganz ruhig, Leute. Jetzt falle ich natürlich auch wieder hier runter. Wenn der Speer jetzt nur schon mehr so beschädigt wäre. Okay, solange jetzt die Skelette nicht unbedingt eingreifen, schaffen wir den Leech Lord. Und da kommen auch jetzt die Skelette. Nacheinander sind die eigentlich alle kein Problem. Das Problem ist halt, wenn so viele jetzt auf einmal kommen, wie eben jetzt. Außerdem laufe ich jetzt schon wieder so weit zurück, dass wir gleich schon wieder ziemlich weit nach vorne laufen müssen, logischerweise. Ah, die vertragen aber auch nochmal einen Schuss mit dem Pfeil. Ja, schießen wir jetzt mal erstmal auf den hinteren. Ich glaube, ein Heilzauber wäre nochmal angebracht. Ein funktionierender Heilzauber, das wäre etwas ganz Tolles. Dankeschön. So. Jetzt war das der erste. Flog gerade ein Pfeil oder waren das Blätter? Und ab jetzt brauche ich unbedingt einen guten Wiederbelebungstrank. Ja. Heilungstrank meinte ich damit. Hat aber auch nicht mehr geholfen. Nun gut, ehrlich gesagt würde ich sagen, sehen wir uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat auch dann wieder dabei. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und ciao.